Hallo zusammen, euer Bonsai von Don Kane. Heute zeige ich euch, wie ich dieses US Ribeye von Snake Rivers Farms zubereite, mit selbstgeschnitzten Pommes und einer Mango-Mayonnaise. Die Snake River Farms sind die größten Produzenten von US Wagyu, haben eine tolle Qualität, zeichnen sich durch eine buttrige Textur aus, einen tollen Geschmack. Gezüchtet werden sie aus den japanischen Wagyu-Rindern und hochwertigen kontinentalen Rinderrassen. Auf dieser Marmorierungsskala, auf dieser japanischen Bewertungsskala, haben die 9 Punkte erreicht. Das heißt, das ist ein Goldstandard, dieses Steak. Es sieht fantastisch aus, die Marmorierung ist hervorragend. Es duftet auch jetzt schon einfach hervorragend. Ich freue mich schon drauf. Zu diesem unglaublich fantastischen Steak gibt es eine Beilage, die die Show zwar nicht stiehlt, aber die auch sich nicht verstecken muss. Und zwar machen wir selbstgemachte Pommes, zweifach frittiert. Ich nehme da immer die vorwiegend festkochenden Kartoffeln für. Hier in dem Fall ist es die Gala. Die werde ich hier mit Omas Pommes-Schneider einfach gleich in schöne Stifte machen. Dann wird sie gewaschen, bis dass die Stärke komplett weg ist. Und dann werden wir sie einmal bei 140 Grad frittieren, bis dass sie blassgelb sind. Dann nochmal abkühlen lassen und bei 175 Grad wird sie dann nochmal frittiert, bis dass sie schön goldbraun ist. Und dann haben wir eine richtig geniale Pommes zu so einem tollen Steak. Was wären selbstgemachte Pommes ohne eine Mayonnaise? Die natürlich auch selbstgemacht. Ich mache hier heute eine Mango-Mayonnaise und dazu benutze ich die Mangosoße von Don Kane. Ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, ein ganz klein bisschen Senf. Das Ganze wird dann schön hochgezogen zu einer tollen Mayonnaise und dann geht's weiter. Unsere Mango-Mayonnaise ist fertig. Die Pommes haben den ersten Frittiergang bei 140 Grad hinter sich, sind schön blassgelb geworden dabei. Zeit, das Ribeye fertig zu machen. Wir haben hier dieses wunderbare Snake Rivers Wagyu Ribeye mit einem fantastischen Ribeye-Cap, wunderbar marmoriert. Bei den SCA-Wettkämpfen, bei denen ich antrete, ist das genau der Part, den ich den Judges abgebe, weil da einfach die meiste Marmorierung drin ist, dass der meiste Geschmack ist. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen in Form binden. Dann geht es auf der vorgeheizten Sizzle Zone von beiden Seiten wirklich scharf angrillen. In den indirekten Bereich legen, Kerntemperaturfühler rein, damit wir das Ganze nicht übergaren. Und genau dann ist auch der Zeitpunkt, um die zweite Frittierphase einzuleiten. Also die Pommes dann einfach nochmal bei 175 Grad zum zweiten Mal richtig schön goldbraun auszubacken. Und dann sollte eigentlich, wenn es perfekt läuft, alles gleichzeitig fertig sein. Unser Ribeye von Snake River Farms ist bei 56 Grad im Kern vom Grill gekommen, durfte ein bisschen nachziehen. In der Zeit habe ich die Pommes das zweite Mal frittiert. Es riecht fantastisch hier, ich muss jetzt einfach probieren. Das Steak hat einen irren Geschmack, super buttrig, weich. Zusammen mit dem tasmanischen Pfeffer einfach ein Gedicht. Direkt mal die Pommes hinterher. Selbst frittierte Pommes sind einfach da hinten. Dann dieses zweimal frittieren macht das Ganze noch viel besser mit der Mango-Mayonnaise. Super. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht. Wir sehen uns beim nächsten Video.